Die 60er. Zeit einschneidender gesellschaftlicher Umwälzungen. Wir haben ein Recht auf Orgasmus! Infragestellung althergebrachter Beziehungsmuster. Die steht auf dich. Nur schade, dass du Polizist bist. Familiärer Konflikte. Ich hab nichts. Wirklich nicht. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du immer denkst, dass ich was von dir will? Weil es so ist, seitdem ich 4 bin. Und einer filmischen Ausdrucksform, die leider in Vergessenheit geraten ist. Der Aufklärungsfilm. Na, war schön. Nein! Die Vagina einer Frau ist so elastisch, dass sie sich jeder Größe eines männlichen Gliedes anpasst. Ah, da kommt der Kaffee. Aber egal, wie radikal sich die Welt veränderte. Hallo, Benny. Die menschlichen Dramen bleiben dieselben. Eine nackte Frau gesehen? Doch. Ich kann es nicht fassen. Du stiehlst Geld von der Bank. Ich bin ein Nachtwächter. Ich habe mir selbst nur ein kurzfristiges Darlehen gewährt. Du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen. Du bist der Einzige, den ich kenne, der weiß, wie man Filme macht. Mysterien des Orgasmus. So einen Film wollt ihr drehen? Ich kann keinen Film über Sex drehen. Warum denn nicht? Ich hab noch nie. Du hast noch nie Sex gehabt? Dann kommt erst hin, dann. Ein Spanier und so weiter. Sag mal, Gina spricht aber auch Deutsch, oder? Sprache von der Liebe, ich immer Italiano. Und bitte. Mozzarella con pomodoro. Molto espresso. Tutti di me! Cut! Jetzt machen wir die Szene, wo Gina nur nackt dasteht. No. Gina mag nichts nackt. Wir drehen hier einen Sexfilm mit einer Hauptdarstellerin, die kein Deutsch spricht und noch viel schlimmer sich nicht ausziehen will. Das wäre der erste Sexfilm ohne Sex. Geht gar nicht. Du spielst den sexuell entkräfteten Freund von Rita. Hä? Sexuell entkräftet? Ich? Muss das ja nur spielen. Was ist los? Gina hatte keine Emotionen mehr. Wie bitte? Sie hatte nichts mehr. Basta, finito! Das muss sehr schwer für sie sein. Was für einen Beruf haben Sie denn? Ich bin Näherin. Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Fall klar. Durch die Friktion der Oberschenkel beim Nähen erfuhren Sie lebhafte sexuelle Stimulation. Und wie? Wie soll der Film denn heißen? Pornorama. Die Bekenntnisse der mannstollen Näherin Rita Braucht. Guter Titel. Sie sollten die Nähtätigkeit erstmal ruhen lassen. Und was Sie betrifft, damit Sie Ihre Freundin besser befriedigen können, empfiehlt es sich, während des Aktes im Geiste Primzahlen aufzusagen. Das verzögert die Entleerung.